What's up, moin Leute, Vanori am Start mit einer weiteren Runde Minecraft. Ja, wir sind momentan dabei, um das Strohdach fertig zu machen. Allerdings, dafür müssten wir hier das wahrscheinlich so ziemlich komplett abernten. Und darauf habe ich gerade... Wir haben ja noch 50 Strohballen gemacht gehabt. Moment, Kommando zurück. Zack, zack, wir machen das Dach eben noch fertig. Ich wollte eigentlich jetzt direkt mal mit was ganz anderem anfangen. Aber machen wir doch erstmal das Dach noch eben. Tja. Ja, schon wieder ging es hier gar nicht lang. Und Wolle brauchen wir, glaube ich, auch noch. Obwohl, nee, haben wir auch noch. Haben wir sogar dabei. Das habe ich beim letzten Mal eigentlich gemacht, Mensch. Seht ihr? Das ist halt ein Problem. Aufnahmesession. Ne, beim letzten Mal. Relativ lange aufgenommen und schon wieder vergessen, worum es überhaupt ging. So. Und ganz da oben komme ich jetzt natürlich nicht mehr dran. Deswegen ich auf dieselbe Ebene gehe wie das hier. Mich ein wenig hoch. Erde. So. Haben wir das auf jeden Fall gemeistert. Und dann kommt jetzt das hier. Das Dach der Welt. Damit haben wir dann am Ende des Tages unsere Mühle doch noch fertig. So, ganz da oben, da wollte ich eigentlich kein... Dingsbums drauf machen. Da wollte ich eigentlich Slabs drauf machen, aber... So wie es aussieht, haben wir dann nicht sonderlich die Wahl drauf. So, wir müssen jetzt natürlich gucken, dass wir immer unterhalb eines solchen Strohballens ein Erdklümpchen setzen, damit wir nämlich dann da drauf das Strohballen setzen können, damit wir nämlich dann hier diese tollen Dinger dann so haben und dann sieht das nämlich nicht so aus. Das finde ich irgendwie doof. Da gefällt mir das hier nämlich viel besser. Und jetzt machen wir hier nämlich... Hier wollte ich was anderes hin machen. Hier wollte ich eine... Moment. Ne, hier wollte ich eigentlich was ganz anderes hin machen. Das muss ich doch später machen. Da soll was ganz, ganz anderes hin. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass es am Ende trotzdem nicht reichen wird. Aber zumindest schon mal einen Teil vom Dach können wir ja fertig machen. So. Dann haben wir nämlich das Dach schon mal teilweise fertig und dann können wir uns anderen Dingen widmen. Hey, hey, hey. So, das ist die Seite gewesen und jetzt brauchen wir noch die Seite hier. Es ist immer so ein Drahtseilakt hier rumzuspringen. Ja, eigentlich wollte ich nur einen da hinsetzen, aber okay. Du kommst mal schön wieder da weg. Alles klar. 27 reicht. Reicht nicht. Was sagst du? Jetzt deine Wette abgeben. Ihr könnt Gummipunkte gewinnen. Die ihr dann später eventuell einlösen könnt. Oh, es würde sogar reichen, glaube ich. Ich habe nur ein kleines Problem. Zum Hänger komme ich hier wieder runter. Ich könnte da drauf und von da aus dann runter. Ich glaube, das ist die einzige Option, die mir bleibt. Was mache ich da eigentlich? Dieselbe Höhe wie, Nee. Gut, dass du Bescheid gesagt hast. Ich hätte es fast falsch gemacht. Ja, reicht sogar locker. Wolle. Wolle Rosen kaufen. So. Damit haben wir dann dieses wunderschöne Ding eigentlich schon beinahe komplett, abgesehen hier von dem Dachteil. Da fehlt noch ein bisschen was natürlich. So, setzen wir da mal eine Erde hin. Dann setzen wir hier noch eine Erde hin. Dann kommen wir auf jeden Fall hier drauf. Von da aus kommen wir doch bestimmt... Genau. Von da aus kommen wir da drauf. Von da aus kommen wir dann da drauf. Das hat ein bisschen wehgetan, aber das ist egal. Da drauf und... Ja, super. Gut, dann haben wir doch... Beinahe
alles fertig. Wie gesagt, oben dann auf dem Dach noch will ich dann später noch das Richtige halt drauf machen dann. Und schauen wir doch mal auf Entfernung, wie das jetzt aussieht. Muss ja alles immer auf Entfernung sein, wenn du direkt davor stehst, ist das ja immer was ganz anderes. Ja, sieht gut aus. Mi gusta. Damit haben wir unser erstes wirklich großes Bauprojekt, abgesehen von so einem Hüsle da, schon mal fertig. Was sagt ihr dazu? Wir sind auch schon fast wieder... durch, wa? Naja, aber halt auch nur fast. So. Was ich jetzt machen möchte, dafür brauchen wir auch wieder einige Sachen. Und wir müssen gucken, wo wir es hinbauen. Ja, das können wir jetzt gleich machen. Haben wir ja noch mehr als genug Zeit für so. Bruchstein. Bruchstein werden wir auf jeden Fall brauchen. Ich packe mal alles hier jetzt erstmal rein, was wir momentan nicht brauchen. Schwarzeichenholztreppe. Zum Zeug brauchen wir momentan schon. Nicht. So. Wir haben sogar noch ein Boot hier rumfliegen. Coole Sache. Feuerstein, nee, brauche ich nicht. Wir haben hier noch ein Feuerzeug, das werden wir nachher auch noch brauchen müssen. Tun. Und jetzt dürft ihr anfangen zu raten, was wir jetzt gleich machen. Verrottendes Fleisch. Eine Werkbank, auch komm, eine Werkbank können wir dafür auch noch brauchen. Glas, ja, aber Glasscheiben eher. Eine Tür wäre auch nicht schlecht. Natürlich. Haha, natürlich. Lapislazuli, nein, Schwarzeichenholztreppe. Ja, brauchen wir Schwarzeichenholztreppen dafür? Ich nehme sie einfach mal mit. Ziegelstein brauchen wir nicht. Wo das auch vielleicht noch ein interessanter Baustoff wäre. Oh, nehmen wir mal mit. Das ist jetzt alles erstmal nur provisorisch, ne? Nee, Ziegelstein brauchen wir auch nicht. Dumm. Haben wir immer noch 6 Diamanten. Herzlichen Glückwunsch. Wie sieht's denn hier aus? Hier haben wir doch noch eine Menge Bruchstein. Bruchsteintreppen haben wir ja auch noch. Das ist super. Auch Schwarzeichenholzstufen. Schwarzeichenholztreppen. Ja. Nehme ich auch mit. So, was bräuchte man denn noch? Noch ein bisschen Fichtenholz können wir doch bestimmt mitnehmen. Haben wir eigentlich Fichtensetzlinge? Schwarzeichensetzlinge. Eiche, Birke. Fichte sieht nicht so aus. Warum haben wir keine Fichtensetzlinge, Mensch? Ist ja wirklich doof. Schnell, also auch ein Schwarzeichensetzling. Ich glaube, das reicht erstmal. Ja, damit können wir den Grundstein setzen. Und dann brauchen wir hiervon auf jeden Fall mindestens. Machen wir einfach mal 3 Stück. So, einfach mal so. Einfach so zum Testen. Wie sieht das aus draußen? Es wird gerade dunkel, aber ich denke mal, den Grundstein mehr oder weniger können wir ja schon mal legen. Oder zumindest schon mal hier ein bisschen was rumwuseln. Um zu gucken, wo wir das Ding denn jetzt hinbauen. Wir haben ja hier jetzt die Erntemaschine, hier haben wir die Windmühle und den Bauernhof, Provisorium. Hinten wollte ich noch einen Hafen hinsetzen. Also nicht hier vorne, ne, da ist ja das Feld. Den wollte ich ja hinten hinsetzen. Ich ziehe mal das Schwert eben. Habe ich eigentlich noch Ersatz? Habe ich natürlich nicht dabei. Aber wen interessiert's? So. Häschen. Hier wollte ich auf jeden Fall... Oh, da hinten die... Ist das eine einsame Insel? Das wäre doch eigentlich der perfekte Standort dann für einen Leuchtturm, oder? Das ist ja schon fast, als hätte die Karte uns diesen Ort hier geschenkt. Ja. Perfekter Ort für einen Leuchtturm. Hammer. Ja, natürlich müssen wir das Ganze einebnen und so ein Quatsch, aber... Krass. Echt krass. Du. So. Aber ich wollte jetzt mal gucken, wo wir denn jetzt das hinbasteln, was ich als nächstes vorhabe. Das könnte man hier in die Nähe machen. Vielleicht hier am Wasser? Hier kommt ja der Hafen hin, da hinten. Wir haben das Ganze ein bisschen zu weit verteilt, glaube ich. Ich kann mich aber auch vollkommen vertun. Und das passt alles am Ende. Ja, ich würde hier nämlich gerne
so ein bisschen das Bäuerliche halten. Das heißt, ich komme jetzt dann noch so ein... Alter, der Creeper ist ja mal voll getarnt, Mann. Nein! Oh, ich habe verkackt, weil ich runtergesprungen bin. Jetzt habe ich erstmal ein Loch in der Landschaft. Schöne Sache. Nee, hier haben wir ja das, ne? Und dann wollte ich die Bibliothek noch irgendwo hier hinsetzen. Ich sollte eigentlich da oben mit hinkommen. Aber in die Nähe von so einem Bauernhof? Ich weiß ja nicht. Wir müssen ja schon gucken, dass wir das Ganze ein bisschen richtig aufteilen. Und wenn ich da oben dann halt die Bibliothek hinmache, dann könnte man hier vielleicht die Stadtmauer entlang ziehen und sowas. Und jetzt habe ich schon wieder viel zu viel verraten. Ich weiß ja selber nicht genau, wie wir das machen wollen. Leute, Leute, Leute. Ich würde jetzt eigentlich eine Schmiede bauen. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, wohin. Ob ich die jetzt wirklich hier dann dazu baue, zu dem Enderportal da hinten. Und sage, ja, da holt dann der Schmied irgendwie seine Inkredenzien her, die er zusätzlich braucht oder so ein Quatsch. Oder ob ich das eher hier hinter mache irgendwo oder hier vorne hin. Hier ist allerdings dann das hier im Weg. Ich glaube, da hinten in der Nähe vom Enderportal zumindest ist eigentlich eine ganz gute Sache. Hier am Wald würde ich, also hier kann ich super eine Holzfällerhütte eigentlich hinsetzen auch. Aber erstmal wollte ich eine Schmiede machen. So. Nur um das mal direkt von vornherein klarzustellen. Eine kleine Schmiede. Können wir ja hier hinsetzen irgendwo. Ich würde gern fliegen können, um hier mal so richtig eine dicke Übersicht zu kriegen. Ist aber nicht. Hallo Pferdchen. Mann, ihr seid aber auch echt HD-Texturen und so. Komische Typen. Was ist das da? Ach, das ist unser Mr. Brown, er hat sich ein bisschen was entfernt. Naja. Also da an dem Texturenpack muss ich, glaube ich, noch ein bisschen was drehen. Später vielleicht. Also wenn ich hier dann die Bibliothek hinsetze... Naja. Könnte ich hier vielleicht die Schmiede noch mit hinsetzen irgendwo? Irgendwie hier ein Dorfzentrum hinmachen oder sowas? Ich muss mir da schon so ein... Also wenn wir hier jetzt so eine Holzfäller hinter hinten klatschen und hier eine Bibliothek, dann wäre das Ganze, glaube ich, ein bisschen komisch. Bibliothek will ich auf jeden Fall machen. Ah, das ist alles so kompliziert. Ja. Schäfchen. Lassen wir uns mal nicht ablenken. Das ist echt eine heikle Situation, in der ich mich hier gerade befinde. Ich würde hier wirklich liebend gerne irgendwie was hinsetzen. Was ist das da hinten eigentlich? Ist das so ein Hügel oder sowas? Sieht so aus, ne? Also hier, wie gesagt, eine Bibliothek ist auch in der Nähe vom... oder das hier mache ich als Dorfplatz. Und dass ich dann hier dran quasi also das Enderportal in der Mitte und dann kommt hier so ein tolles Platzding drumherum. Vielleicht mit einem Springbrunnen daneben oder sowas. Wäre eigentlich eine gute Idee. Dann hätte ich hier quasi den riesigen Platz. Den Platz. So. Fangen wir doch einfach mal an damit. Bevor wir jetzt hier noch 10 Jahre rumstehen und nichts tun. Fange ich mal einfach hier an, das auszunehmen. So. Wir müssen natürlich gucken, dass wir das Ganze irgendwie dann hinkriegen, wenn ich hier natürlich dann einen Springbrunnen hinbastel. Der wird dann ja einen höher sein. Also einen in die Luft quasi. Ich mache hier nochmal ein bisschen was weg. Die Frage ist ja eher, wie wird dieser Springbrunnen dann am Ende aussehen, wenn ich hier jetzt noch einen in die Breite gehe, meinetwegen, und hier noch einen in die Breite gehe. Ein richtig schöner viereckiger Springbrunnen. Und Moment. Ich nehme mal die Erde dafür, um das mal auszuprobieren. Mal schon gucken. Du Hase. So. Da wäre ja einer, wäre ja schon viel zu lame. Dann. Muss ich ja sagen. Das muss ja eigentlich schon mindestens, so ein Vierer sein. Nee, so ein. Moment, den muss ich noch ein bisschen was weiter ausheben. Ups, das war einer zu viel. Tick, tick, tick. So, was ich halt haben würde, wollen, tun. Das zum Beispiel. Das ist dann die Mitte.
Na, das heißt, das ist die Mitte, dann geht er hier wieder zwei auf Seite und hier kommt dann das Ding wieder hin. Dann nehmen wir die hier nochmal raus, dann kann man das Ganze besser veranschaulichen. 1, 2, Moment, da muss man hier rüber. 1, 2, 3 und hier. Verstehst du, was ich meine? Und dann quasi noch einen hier rüber. Das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal. Dann können wir nämlich, haben wir hier 3x3er-Feld. So.